Hallo, ihr fantastischen Menschen. Ja, ihr habt richtig gehört, ich habe fantastisch und nicht fantastisch gesagt. Man, ich sage natürlich auch fantastische Menschen, aber fantastisch wegen Panda passt ein Tick besser vielleicht sogar, oder? Was meint ihr? Könnt ihr einfach in die Kommentare schreiben. Heute quäle ich mich mal wieder mit einem Zuschauerwunsch herum, und zwar mit Beethovens Second, und zwar The Odd One hat sich das gewünscht. Grüße an dich, mein Lieber. Ja, wollen wir mal schauen, natürlich eine Filmversoftung zu einem, naja, sag mal eher Kinderfilm oder Familienfilm, sagen wir es mal so. Ich erwarte ehrlich gesagt nicht viel, aber wir schauen einfach mal rein, woran es vielleicht so ein bisschen genau hakt. Falls ihr auch Wünsche habt, einfach in die Kommentare reinschreiben. Ich habe eine Liste, da schreibe ich mir alles drauf und das versuche ich immer so möglichst ab und zu mal abzuarbeiten. Aber ich würde sagen, die Menümusik nervt irgendwie jetzt schon. Ich würde sagen, gucken wir mal rein, ne? Press Start, mehr können wir gar nicht machen. So. Ah, okay, ich habe den Film ehrlich gesagt nicht präsent, weil, wenn, dann habe ich den als Kind gesehen und ja, seitdem nicht mehr, logischerweise. Also anscheinend müssen wir unsere Puppies retten. Oh, okay. Die haben irgendwie bei der Laufanimation vergessen, außer die Ohren, vielleicht noch ein bisschen was anderes zu animieren, oder? Okay, ich kann springen. Das Clippy mit dem Zaun, das stimmt auch irgendwie nicht so wirklich, oder? Okay. Katze sind fies? Okay, ich kann bellen. Das ist was. Ey, die Katze! Okay. Ah! Okay. Ich kann die also nicht. Ich kann sie nicht erledigen. Ich kann sie anscheinend nur. Mir fällt immer nur das englische Wort ein. Stun. Also betäuben. Betäuben. Okay, gucken wir mal. Kann ich nicht so. Okay, auf Knopfdruck kann ich mich schütteln. Das macht es ja schon mal etwas sympathisch. Okay, ich kann mich ducken. Knurren. Ah, das kann ich sogar aufladen. Okay. Aber dann kann ich mich nicht bewegen. Okay. Zack. Okay, der Apfel fällt gleich runter. Du bleibst stehen hier, Katze. Hm. Skater. Hey, ich hab dir doch getroffen. Nun bleib doch mir weg vom Pelz. Meine Fresse. Da ist ein Knochen, da ich lang gehen können. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich den Dreh nicht so ganz raus habe, ehrlich gesagt. Hä? Wo wurde ich denn da gerade verletzt? Hä? Ich bin irgendwie ratlos. Okay. Es kann doch eigentlich nicht so schwer sein. So. Zack, drüber. Apfel. So. Ich hab dir noch gar nicht. Was sind das für Hitboxen hier? So, Knochen. Bin ich runtergerutscht? Kapiere ich nicht so ganz. Okay, so. Es ist so nervig. Es fühlt sich mit den Gegnern, fühlt sich irgendwie nervig. Ja, okay, ich komme nur mit Anlauf über den Zaun. Das ist wenigstens einigermaßen realistisch, okay. Aber der Rest... Ich hab das doch gar nicht berührt! Nehme ich jetzt das hier auf? Ja, nun... Ist! Warum ist er denn nicht? Ach, jetzt hat er... Nicht hinterfragen. Nicht hinterfragen. Wie ich das jetzt gerade aufgenommen habe, ich habe keine Ahnung. Die Animation ist so geil. Warum sind eigentlich die anderen Hunde böse? Die
Soundeffekte. Also irgendwie, ich weiß nicht, die Grafik wirkt irgendwie so, als ob das irgendwer mit so ein 100 Clipart oder 100 nicht, 1000 waren es, wenn, kostenlos Paket irgendwie gemacht hätte. Ich komme hier da jetzt hoch. Wie soll ich denn da vernünftig hochkommen? Meine Fresse. Da ist der. So. Level 1 geschafft. Hakelig, komische Hitboxen und grafisch, sagen wir es mal so, auf die Basics beschränkt. Hä? Selbe Level nochmal? Ja, komm. Guckt euch mal an, wie er da sitzt. Tschüss. Ist das selbe Level, oder? Oder ist das Prinzip nur gleich designt? So. Knochen. Nimm den blöden Knochen. Leerer Knochen bringt nur ein Herz wieder. Ey, dass wenn man die betäubt hat, dass sie trotzdem man nicht drüber springen kann. Das ist doch... Aha! Warum? Warum? Game over. Ja, machen wir mal ein Continue. Gucken wir mal. Geben wir mal noch eine Chance. Hm. So. Also die Level sind halt auswendig lernen, würde ich mal sagen. Aber die Gegner sind halt nervig, weil man die nicht entsprechend erledigen kann oder entsorgen. Wie will man es sagen? Ihr wisst, was ich meine. Selbst wenn man die halt betäubt hat, kann man halt nicht vernünftig drüber springen. Und die sind auch nicht wirklich lange betäubt. Hier kommt ein leckerer Steak. Okay, ich glaube, es hat ein extra Leben gegeben. Was war das denn jetzt? Hä? Wo war ich denn da jetzt hängen geblieben? Oh, komm! Es spielt sich einfach nicht schön. Man braucht halt immer Anlauf zum Springen. Immer. Das Problem ist, den kriegt man logischerweise nur, wenn man halt die entsprechende Wegstrecke zurücklegt. Und dieses, wie fummelig ist das denn da irgendwas aufzuheben? Oh. Wo bin ich denn? Ach, da unten. Ich hatte kurze Orientierung verloren, Entschuldigung. So. Es macht einfach noch nicht mal ansatzweise Spaß. Selbst wenn ich absoluter Beethoven-Fan wäre. Wie ist das scheiße? Guckt euch das doch mal an. Es wird heute eine relativ kurze Folge. Ich habe einfach überhaupt keine Lust mehr. Also bitte einen weiten Bogen um dieses Spiel machen. Ansonsten bedanke ich mich natürlich, dass ihr fantastischen und fantastischen Menschen reingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut!